In diesem Video zeige ich euch alle meine Halloween-Outfits. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disney-Inspirations-Outfits-Video, würde ich mal sagen. Es gab ja so ein Video schon mal letztes Jahr, soweit ich mich erinnere, aber ihr habt es euch gewünscht, dass ich es dieses Jahr nochmal mache. Deswegen zeige ich euch in diesem Video meine ganzen Halloween-Outfits, die aus meinem Kleiderschrank möglich sind. Ich werde natürlich nicht alles anziehen können dieses Jahr, aber das eine oder andere wird nach Orlando mitkommen, was ja kurz vor der Tür steht. Und dann bin ich ja noch einmal in Disneyland Paris. Da wird auch das ein oder andere angezogen. Was dann genau? Ich weiß nicht, ich habe natürlich meine super Favorites, aber einige Outfits kann man auch am Alltag anziehen, finde ich. Aber dazu kommen wir dann gleich, wenn ich euch die Sachen zeige. Es sind natürlich auch neue Sachen dazugekommen und ich habe ein paar Sachen auf der Wunschliste. Wenn ich ja jetzt nach Orlando fliege, werde ich natürlich bei meiner Lieblingsmarke bestellen, die mich irgendwann pleite gehen lässt. Bei Stitch Shop hier bei Loungefly. Die haben jetzt nämlich eine neue Halloween-Kollektion rausgebracht. Und die muss ich mir wahrscheinlich bestellen, wenn ich dorthin fliege. Ja, genau. Also ich zeige euch die Outfits, die aus meinem Kleiderschrank kommen, inklusive Taschen, die ich habe. Und natürlich Shops, wenn es die Sachen natürlich noch gibt. Vieles wird es aber leider nicht mehr geben. Aber ich würde sagen, wir starten. Und starten wir direkt mit der anderen Sache, die mich irgendwann pleite gehen lässt. Und zwar Spirit Jerseys. Ja, ich habe auch einige Halloween Spirit Jerseys. Aber ich muss dazu sagen, ich habe letztens welche verkauft. Also es sind tatsächlich weniger Spirit Jerseys als letztes Jahr. Und bisher habe ich mich gut zurückgehalten, was neue Spirit Jerseys zu Halloween angeht. Es gibt ja neue bei Shop Disney. Also wenn ihr noch gar keinen habt und einen unbedingt möchtet, schaut mal bei Shop Disney. Da gibt es auch einen in so einem Batik-Look mit Mickey hinten drauf. Aber ich möchte mir halt einen dieses Jahr kaufen und zwar bei der Mickey's Not So Scary Halloween Party gibt es einen speziellen Spirit Jersey, den es nur da gibt und den hätte ich gern dieses Jahr, weil das was ganz Besonderes ist. Man bekommt den halt nur, wenn man auf diese Party geht. Und er gefällt mir auch ganz gut. Ist auch so ein Batik-Look, das ist irgendwie dieses Jahr der Trend. Letztes Jahr war es so dieses Karierte. Dieses Jahr ist irgendwie so der Batik-Look ausgebrochen, obwohl das ja schon eigentlich ein paar Jahre Trend ist. Aber egal. Ich zeige euch die Spirit Jerseys, die ich habe, die aktuellen. Und zwar fangen wir mit dem ältesten an, was ich habe. Und zwar ist das dieser hier. In den Try-Ons habe ich alle Jerseys mit meinem All-Time-Favorite-Rock kombiniert. Einfach ein schwarzer, normaler Rock. Den habe ich mal bei Shein gekauft für 7 Euro. Ich liebe ihn aber abgöttisch und ja, beste Investition ever. Also ihr werdet immer denselben Rock dazu sehen. Den brauche ich euch dann nicht mehr zeigen. Und ja, wie gesagt, das ist der erste Spirit Jersey, den ich hatte. Halloween Jersey. Und zwar glitzert er so. Den gab es vor, ich glaube 2019. Also vor dem ganzen C. Ja, den finde ich wirklich schön, der glitzert und hinten steht ganz groß Walt Disney World drauf. Das Problem, ich kann ihn halt nicht mitnehmen, weil es so heiß ist. Also ich werde vielleicht ein, zwei Jerseys mitnehmen, aber die Temperaturen sind ja gerade sehr heiß. Also genau das Gegenteil, wo wir im Januar da waren. Ja, also das ist der erste Jersey und dazu habe ich natürlich die passenden Ohren. Und zwar sind das die hier. Die gab es auch passend zu diesem Spirit Jersey. Ja. Richtig schön. Und das sieht dann auch, dass sie gut zusammenpassen mit diesem Farbverlauf. Das ist mein erstes Halloween-Outfit. Und ein Spirit-Jersey wird auf jeden Fall dieses Jahr auch dann mit nach Disneyland Paris kommen. Ja, Outfit Nummer 2 oder Spirit-Jersey Nummer 2 ist der von letztem Jahr. Und zwar, da kommen wir zu diesem Thema, der karierte Look. Das seht ihr hier nochmal an den Ohren. Also an den Ohren von Mickey, aber auch gleich an den anderen Ohren. Und was ich daran so toll finde, ist die ganzen Mickeys und Minis hier unten. Sind da Minis? Ja, Minis auch dabei. Also das finde ich ganz toll, auch auf den Ärmeln. Und hinten steht halt kein Park, sondern Happy Halloween. Deswegen gefällt er mir sehr gut, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan von diesem karierten Look bin. Dazu natürlich passend die Ohren. Ja. Ja, Halloween-Ohren habe ich tatsächlich sehr, sehr viele. Aber das wäre das zweite Outfit von
Halloween, was ich besitze. Dann kommen wir zu einem Spirit Jersey, den man nicht unbedingt auch an Halloween anziehen muss. Aber ich finde, wegen dem Thema passt es ganz gut. Und zwar Haunted Mansion oder Phantom Manor, wie man es auch immer nennen möchte. Und davon habe ich auch ein Spirit Jersey. Da gab es übrigens dieses Jahr auch noch einen neuen mit Madame Leota drauf. Und der leuchtet, glaube ich, auch im Dunkeln. Aber meiner leuchtet, glaube ich, auch im Dunkeln. Aber da musste ich mich zurückhalten. Ich habe hier den und den finde ich wirklich schön. Und hinten steht Welcome, Foolish Mortals. Genau. Richtig schöner Spirit Jersey. Und dazu habe ich natürlich die passenden Ohren mit demselben Muster fast. Also auch dieses lila-schwarz. Ich muss sagen, diese Farbkombi lila-schwarz gefällt mir auch schon sehr gut für Halloween. Dazu einen dunklen Lippenstift. Ich liebe ja dunklen Lippenstift, obwohl Daniel, Brina und so sagen, das steht mir überhaupt nicht. Und mein Freund findet es auch nicht so toll, aber ich muss es ja mögen, ne? Und dann kommen wir zu dem letzten Spirit Jersey aus meiner Halloween-Kollektion und zwar den Maleficent Jersey. Den gab es auch letztes Jahr und jetzt haben wir hier wieder diesen Batik-Look. Und meinen anderen Maleficent Jersey habe ich beim Insta-Sale verkauft, weil zwei brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ich habe mich für den entschieden, den zu behalten, weil vorne Maleficent drauf ist mit diesem Drachenzeichen und hinten steht auch nochmal Maleficent drauf. Ansonsten ist da unten, doch, da sind noch so... Da ist der Drache auch noch hinten. Das sieht man ganz schlecht, aber ja. Ja, das ist der andere Jersey. Und dazu passend diese Orden. Ich bin so happy, diese Orden bekommen zu haben, weil die kamen während der ersten Corona-Jahr raus im Disneyland, wo wir nicht nach Disneyland reisen durften. Also wo im Prinzip nur Franzosen ins Disneyland durften. Und eine liebe Freundin aus Frankreich hat mir sie dann mitgenommen. Und seitdem gab es die leider nicht mehr. Die waren sehr begehrt. Und ja, vielleicht kommen sie ja dieses Jahr wieder. Ich finde die mega schön. Passen auch zu ein, also ich werde die noch zu einigen anderen Outfits heute kombinieren. Ja, aber das waren meine vier Halloween-Jerseys, die ich an Halloween anziehen würde. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit zwei anderen Outfits, die, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht unbedingt viel Geld investieren oder ihr braucht jetzt nicht unbedingt das, wo Mickey oder die Villains drauf sind, da gebe ich euch jetzt zwei andere Outfit-Inspirationen. Genau, weil wenn ihr jetzt nur einmal zur Halloween-Season hinfahrt und sagt, ne, ich brauche diese Klamotten hier nicht, so ein T-Shirt mit Ohren vielleicht schon, also das müsst ihr jetzt selbst entscheiden, und ihr sagt, ne, ihr möchtet jetzt nicht unbedingt da viel Geld ausgeben, dann habe ich zwei Outfit-Inspirationen, und zwar einmal passend zu Haunted Mansion oder Phantom Manor. Ihr zieht einfach ein lila Kleid an. Ich finde, das Kleid ist super. Das habe ich mal bei About You gekauft, aber vor Jahren. Also ich glaube, das gibt es auch leider nicht mehr. Aber ihr könnt jeden Online-Shop durchforsten und lila Kleid angeben. Gibt es auch bestimmt bei Shein und H&M und Zalando und About You, wie sie alle heißen. Also einfach ein lila Kleid und dann die Ohren dazu. Sieht auch richtig schön aus. Und man ist stilvoll, tatsächlich sehr stilvoll, finde ich, angezogen für die Halloween-Season. Hatte ich tatsächlich bei der Phantom Manor Eröffnung an, dieses Outfit. Und ich liebe es sehr. Ja, also das mal als Tipp, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht da viel investieren. Und als zweites habe ich einfach ein schwarzes Kleid mir aus meinem Kleiderschrank geschnappt. Das hat ja wohl eigentlich fast jeder im Schrank. Das hier habe ich jetzt von Shein, aber wie gesagt, jedes erdenkliche Kleid aus jedem erdenklichen Laden könnt ihr da nehmen. Wahrscheinlich hat das auch jede Frau schon im Kleiderschrank, das kleine schwarze. Und dann habe ich einfach eine, habe ich euch die Taschen gar nicht gezeigt, aber die kommen dazu noch. Eine Kürbistasche, die habe ich letztes Jahr bei Amazon gekauft, recht günstig, ich glaube 18 Euro oder so. Und die könnt ihr natürlich auch in anderen Parks tragen. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr geht noch zu Halloween in den Moviepark oder in den Holidaypark, dann könnt ihr die Tasche natürlich auch noch mitnehmen. Da passt sehr viel rein. Ich finde die sehr schick. Wenn ich sie noch finde, natürlich der Link unten in der Infobox. Ja, also das ist die Tasche, die ich dazu kombinieren würde. Und dann, wenn ihr natürlich noch wollt, Ohren. Da habe ich jetzt hier die Ohren rausgesucht. Wie gesagt, Halloween hat halt viel schwarze Anteile und deswegen schwarzes Kleid mit einer schönen Tasche und einfach passenden Ohren, da seid ihr auch super angezogen für Halloween. Wie gesagt, da habe ich mich jetzt für Hedi entschieden. Die gab es mal bei EMP vor ein paar Jahren. Mit Mickey und Minnie auf dem Besen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die jemals schon mal anhatte. Aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Ja, das wäre so das zweite Outfit, wenn ich sage, okay, ihr wollt jetzt hier nicht so viel Geld investieren für ein Halloween-Outfit oder ihr wollt jetzt nicht Mickey und Minnie irgendwie drauf haben, finde ich das eine ganz gute Lösung.
Machen wir weiter mit einem Outfit, was ich mir letztes Jahr im Disneyland Paris gekauft habe und tatsächlich noch nicht anhatte. Aber das ist ein Outfit, was ich auch jetzt im Alltag anziehen würde, auf die Arbeit oder so. Und zwar ist es dieses Villains-Kleid, weil ihr seht, von weit weg sieht man gar nicht, dass das Villains sind. Es ist eine sehr, sehr schöne Herbstfarbe. Mit dem passenden Lippenstift dazu, schwarzen Boots, ist man echt gut angezogen. Und wenn man genauer hinschaut, sehen wir dann die Villains. Wir sehen Maleficent, wir sehen die Evil Queen, Ursula sehe ich, Dr. Facilier. Wen haben wir noch hier? Cruella. Ach, Hades ist auch noch drauf, ganz klein. Ja, ich muss das selbst mal gucken. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Villains. Und das kann man natürlich auch super mit den Maleficent-Ohren kombinieren, weil da ist ja auch so ein lila Stich drin. Und natürlich ist auch Maleficent auf dem Kleid drauf. Deswegen würde ich die Ohren nochmal dazu kombinieren. Und da habe ich mir auch letztes Jahr diese Villains-Tasche gekauft, auch aus derselben Kollektion. Farblich würde ich sagen, ist jetzt nicht so ganz passend wegen diesem Orange. Aber ihr habt natürlich auch Maleficent drauf, Cruella, Ursula und es steht It's Good to be Bad drauf. Und es passt eigentlich auch relativ viel rein. Jetzt mal gucken, wie gehen die auf? Genau, so. So ein Kassenzettel drin von letztem Jahr. Ja, also die habe ich mir letztes Jahr im Disneyland gekauft. Es gibt tatsächlich auch noch einiges von der Villains-Kollektion. Ob es jetzt noch die Tasche gibt oder das Kleid, bin ich mir nicht sicher, aber vielleicht seht ihr es ja beim nächsten Mal oder wenn ich das nächste Mal im Disneyland Paris bin zur Halloween-Season, zeige ich euch natürlich das aktuelle Merchandise wieder. Ja, das wäre so Outfit für die Parks, aber auch gut für den Alltag oder auch andere Freizeitparks, die man besucht. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Verderben, Stitch OB bei Loungefly. Und zwar habe ich da schon zwei Outfits von, die man an Halloween anziehen könnte. Einmal Villains und einmal Coco. Und zwei, eigentlich, ne, es gefallen mir so viele Sachen eigentlich von denen. Also mir gefällt ein Kleid, was gerade im Sale ist, wenn es noch vorhanden ist. Das weiß ich natürlich nicht. Und das neue Outfit oder das neue Kleid gefällt mir auch sehr gut. Da bin ich mir tatsächlich unsicher, ob ich mir lieber, also ich blende euch jetzt mal das Kleid an, das neue Kleid, was ich auch sehr schön finde. Das ist halt schwarz und unten mit Mickey und Minnie. Oder die Rock-Top-Kombination, was ich ja sonst immer habe von Stitch Shoppe bei Loungefly. Ich habe ja immer das T-Shirt und den passenden Rock dazu. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ich bin noch sehr unentschlossen, was ich mir davon bestelle. Und dann blende ich euch jetzt nochmal das Kleid ein, wenn es noch gibt, was im Sale ist, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, Kreditkarte, es tut mir schon mal leid, dass du glühen wirst. Aber ich zeige euch jetzt die anderen Outfits, die ich noch von Stitch Shoppe bei Loungefly habe. Und zwar habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr einmal das mitbringen lassen. Übrigens kann man da leider nur in Amerika bestellen. Das ist auch so eine Sache. Man kann es halt nur an eine amerikanische Adresse schicken lassen. Deswegen im Disney Hotel geht das in Walt Disney World oder halt ihr habt Bekannte oder Personal Shopper. Dann könnt ihr euch die Sachen auch bestellen. Wie gesagt, einmal das passende T-Shirt. Da steht Happily Never After drauf. Ist natürlich mit den Villains. So ein paar Hook und der giftige Apfel. Und der passende Rock dazu. Das ist sozusagen so eine Bücherkollektion gewesen. Hier den Reißverschluss zu. Ja, so sieht das Ganze aus. Und da sind halt verschiedene Bücher. Und da steht halt drauf, was steht da? Jafar, Queen of Hearts, Hades. Ne? Und dann habt ihr auch wieder die ganzen kleinen Anspielungen auf die Villains. Und zwar hier, wie heißen sie? Von Hades, die lang Handlanger. Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Auf jeden Fall, die sind hier drauf. Der Rabe von Maleficent und ja, die Kette von Ursula und der Hut von Jafar. Also ganz, ganz viele Anspielungen, wo man echt näher drauf gucken muss. Und ja, so sieht er von hinten aus. Finde ich echt schön. Das kommt aber wahrscheinlich nicht mit nach Walt Disney World, weil... Ja, ich könnte mir, jetzt kommen wir zu einem ganz tollen Thema, diese Farbe und man schwitzt und ihr wisst dann, was passiert. Man bekommt Achselschweißringe und das sieht man bei dieser Farbe leider. Ja, ich könnte mir so Achselpads drunter machen, aber mir wäre es total unangenehm. Ich hatte das ja letztes Jahr, glaube ich, schon
letztes Jahr bei Darlins Geburtstag hatte ich auch so ein Phantom Männer T-Shirt an und geschwitzt und auf Fotos. Ich dachte, nee, das geht nicht. Deswegen. Und hier kann man natürlich dann bei uns im Disneyland Paris noch einen Blazer drüber ziehen und dann sieht man das nicht oder eine Jacke. Aber die Farbe ist halt prädestiniert für Schweißflecken. Deswegen kommt dieses Outfit wahrscheinlich nicht mit nach Walt Disney World. Achso, Ohren würde ich natürlich wieder Deke zu kombinieren und die Tasche aus dem Disneyland Paris mit der orangenen Kappe. Dann kommen wir zum Coco-Outfit. Das passt nämlich ganz gut ins Disneyland Paris, weil das Frontierland natürlich komplett in Coco dekoriert ist. Und ich hatte das schon mal an und ich liebe es sehr. Und zwar ist das dieser Rock. Und zu dem habe ich leider nicht das passende T-Shirt. Ich weiß nicht, ob es damals es nicht gab oder ich habe es nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung. Und die Sachen gibt es, also diesen Rock gibt es auch leider nicht mehr. Ja, das ist der Coco-Rock. Vorne seht ihr auch Miguel. Echt schön. Und dazu würde ich einfach einen Rollkragen, so einen dunkelblauen Rollkragen zu kombinieren, weil wie gesagt, ich habe nicht das passende T-Shirt. Man könnte jetzt auch ein Coco-T-Shirt dazu anziehen, das habe ich aber gerade auch noch nicht. Und dazu habe ich die Coco-Ohren kombiniert. Die habe ich mal aus Walt Disney World mitgebracht bekommen. Die finde ich auch sehr schön. Liebe ich auch abgöttisch. Und da ist wieder dieser lila Ton, von dem ich so ein Fan von dem Lippenstift bin. Ja, also das sind die noch zwei Outfits von Stitch Choupé bei Loungefly, die ich habe. Wie gesagt, Betonung ist auf noch. Ja, und dann kommen wir zu den letzten Outfits. Drei Outfits habe ich noch. Und zwar, ja, ich nenne sie mal Mickey Kürbis-inspired Outfits. Und da zeige ich euch jetzt auch noch die Taschen, die ich habe. Und zwar fangen wir als erstes mit dem Geist-Outfit an, was ich mir jetzt vor kurzem zugelegt habe. Da kann ich euch den Link auch unten in die Infobox packen zu dem Kleid. Das werde ich auch zu Mickeys Not-So-Scary-Halloween-Party anziehen mit so Netzstrümpfen oder so Spinnennetzstrümpfen. Sieht bestimmt gut aus. Und zwar, ja, also einmal das Mickey-Geister-Kleid. Finde ich so schön. Dazu natürlich die passenden Ohren von Loungefly. Die gab es, ich glaube, vorletztes Jahr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr kommt die Mini-Version davon. Also davon wird es auch eine Mini-Version geben. Die haben dann hier so Schleifen drauf. Aber ich finde Mickey super. Dazu werde ich Zero auf der Schulter tragen. Und den passenden Rucksack habe ich auch. Den werde ich aber leider nicht mitnehmen können nach Walt Disney World. Aus Platzgründen. Deswegen wird das Outfit eventuell dieses Jahr dann nochmal in Disneyland getragen oder halt dann nächstes Jahr mit dem Geisterrucksack. Den liebe ich auch. Und die, übrigens, das leuchtet auch im Dunkeln. Beides. Richtig cool. Also ich würde es gern mitnehmen, aber platztechnisch nein. Obwohl es jetzt auch von Loungefly zwei neue Taschen, Umhängetaschen gibt mit Geist und Spinne. Die finde ich auch toll. Aber ich habe mir erst eine neue Mickey-Kürbistasche gekauft, die ich euch gleich zeige. Deswegen muss ich mich wahrscheinlich da zurückhalten. Aber mein Geister-Outfit für Mickey's Not-So-Scary Halloween-Party. Dann habe ich mir ein T-Shirt gekauft bei EMP. Das gibt es tatsächlich auch noch. Und das würde ich mit meinem Rock kombinieren, den ihr eben schon gesehen habt. Und das ziehe ich wahrscheinlich dann tagsüber einmal in Magic Kingdom an. Mit welchen Ohren? Ich würde sagen, den Ohren, die ich trage. Aber im Try-On habe ich die hier. Habe ich die hier zu kombiniert. Aber da könnt ihr euch könnt ihr freien euren Gedanken, euren Ideen freien Lauf lassen. Wie gesagt, das T-Shirt gibt es gerade noch bei EMP. Das ist relativ neu. Und was ich daran so toll finde, ich mag halt, wenn das so oben so ein bisschen auch geschlossen ist. Das gefällt mir immer sehr gut. Und natürlich steht vorne Boo. Und da sieht man jetzt auch nicht so krass die Schweißflecken. Und ja, ich werde den Rock mitnehmen und da kann man halt gut viel zu kombinieren. Ich muss ja auf Platz achten. Deswegen, das ist klein und handlich. Deswegen das T-Shirt und dann halt wahrscheinlich die Ohren dazu für Walt Disney World. Wie gesagt, im Try-On habe ich die dazu anprobiert. Ach so, und die Tasche. Die habe ich mir jetzt neu gekauft. Und zwar hier die Loungefly Mickey Kürbistasche. Und die ist riesig. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie so riesig ist. Guck mal, also da passt ja... Passt ja mein ganzes Outfit noch plus, kann ja noch ein zweites Outfit mitnehmen. Also das ist unglaublich, wie groß diese Tasche ist. Also man kann auch auf jeden Fall so ein Bild machen. Habe ich bei Truffle Shuffle bestellt, hat 50 Pfund gekostet.
ich glaube, der Versand war 5 Pfund und dann nochmal 18 Euro Steuern und Zoll nachbezahlt. Also finde ich vollkommen okay für 50 Pfund. Und wie gesagt, riesig. Die andere werde ich tatsächlich, oder habe ich dann schon beim Insta-Sale verkauft. Ich hatte ja letztes Jahr eine, die rund war. Deswegen musste ich mich entscheiden, die oder halt die andere. Und deswegen, ich brauche ja nur eine. Die ist dann ja jetzt eingezogen bei mir. Sehr schön. Link findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und jetzt kommt, glaube ich, mein absolutes Lieblingsoutfit, welches es leider nicht mehr gibt. Ich bin so happy, dass ich das damals entdeckt hatte bei AliExpress. Das hatte ich auch letztes Jahr schon mal an und ich werde es, glaube ich, auch dieses Jahr wieder anziehen, weil letztes Jahr war mit Maske und so. Und zwar ist es dieses Mickey-Kürbiskleid. Ich bin absolut verliebt in dieses Kleid. Es gibt es leider nicht mehr und es ist der Knaller. Dazu im Try-On habe ich dann die Ohren angezogen und, oh nein, jetzt meine Kamera. Moment, ich muss euch kurz mal bewegen. So. Im Try-On habe ich dann diesen Rucksack dazu kombiniert. Das ist der zweite Rucksack, den ich habe von Loungefly. Mehr habe ich nicht, weil zu den Outfits finde ich es super passend, aber da passt da für mich nichts rein wieder. Aber jetzt habe ich ja die andere Handtasche, da passt ja gefühlt noch mein halber Hausstand rein. Also passend dazu den Mickey Kürbis Rucksack, die Ohren und das Kleid. Mein absolutes Lieblingsoutfit von allen. Kann ich aber nicht mitnehmen nach Orlando, weil langer Ärmel, zu heiß und so weiter und so fort. Aber dafür dann in Disneyland Paris. Ja, und das waren sie auch schon. Alle meine Halloween-Outfits aus meinem Kleiderschrank. Ich habe natürlich noch ein paar T-Shirts. Ihr seht dann zum Beispiel das hier. Kann man auch mit dem Rock kombinieren. Das habe ich bei Zalando letztes Jahr bestellt. Müsst ihr mal bei EMP gucken oder bei Zalando. Da gibt es unendlich viele T-Shirts. Aber ja, das so einfach ein Rock und ein Blazer für uns im Disneyland. Und dann seid ihr auch gut angezogen. Ja, und das war's. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Welches würdet ihr anziehen wollen? Und ja, damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!